zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Ja, Momo Leute, euer Serui und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1, jetzt auf der Xbox 360. Ihr seht schon, es hat sich grafisch ein wenig verändert, verschlechtert, weil wir jetzt nicht mehr auf dem PC spielen, weil die PC-Version ziemlich verbuggt ist und scheiße portiert wurde. Deswegen spielen wir auf der 360 weiter. Ich habe das Spiel gefunden, es war keine CD, es war auf meiner Festplatte installiert. Ich habe es ganz vergessen, jetzt habe ich 10 Euro umsonst ausgegeben, aber egal, scheiß drauf. So. Erstmal gehen wir hier raus und man merkt, dieses Spiel ist aus dem Jahre 2017. Die Kollisionsabfrage zwischen Charakteren ist noch recht miserabel gestaltet. Aber grafisch war das im Jahr 2007 so wohl das beste Spiel, was man bekommen könnte. Klar, es gab noch grafisch bessere Spiele, aber Assassin's Creed damals, als 2006 der erste Trailer rauskam, das Spiel wurde gehypt ohne Ende. Weil es einfach diese enorm geile Grafik hatte. Sowas kannte man damals noch nicht im Jahre 2006. Im Jahre 2006 war tatsächlich so eine, ja, große Polygon-Mischmasch-Matsche das, was jedes Spiel so besaß. Ihr müsst euch damals Halo 1 anschauen. Altair, ihr seid zurück! Rauf! Wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Und damit sind wir im, wie hieß das, Mysav oder so? Ich weiß, ich konnte es nie aussprechen. Und diese Stadt wird wohl jeder Assassin's Creed-Spieler auswendig kennen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten hochzugehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich immer hochgegangen bin. Irgendwo war es eine schnelle Möglichkeit zu hochklettern. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, wie ich da damals immer gelaufen bin. Assassin's Creed ist ein Spiel, in dem man sehr viel klettert und in dem man sehr viel kämpft. Und das war's auch schon. Das ist halt das, was Assassin's Creed ausmacht, das Klettern. Und damals, in 2017, war das tatsächlich Innovation pur. Jetzt blicken wir zurück und sehen, dass Assassin's Creed 1 der schlechteste Teil der Serie ist. Das liegt nicht daran, dass Assassin's Creed 1 scheiße ist oder schlecht ist. Nein, es hat einfach nicht die Innovation wie zum Beispiel in Assassin's Creed 2. Da hat sich das Spiel so massiv verändert, dass Assassin's Creed 1 plötzlich das schlechteste Spiel der Serie wurde, obwohl es nur zwei Teile gab. Ja, so schnell geht das, dass der Nachfolger besser wird als der Vorgänger. Das hat man echt schon selten, dass das wirklich so im Umlauf ist. Aber naja, gut. Anstatt den Weg zu laufen, klettern wir ein bisschen durch die Gegend. Wobei, wir müssen eigentlich schon woanders hin, ne? So, wir müssen eigentlich da hinten hin. Das kommt auf, wenn ich die ganze Zeit quatsche. Ich laufe nur herum wie so ein Blöd. Und ich muss sagen, Assassin's Creed 1 habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Die Festung. Tatsächlich, als ich das Spiel zu Ende hatte, die Story ist nicht wirklich lang, deswegen habe ich mir das Spiel jetzt ausgesucht, weil die Story nicht sehr lang ist, habe ich nach der Story noch wahllos Leute getötet. Ich bin herumgelaufen, ich bin quasi... Ah, endlich kehrt er zurück. Ja. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Ich mach dich kaputt. Was bist du für ein Pisser? Ich habe gar nichts getan. Hier in der Burg herrscht Waffenverbot. Und diese Burg wird in späteren Teilen noch eine große Rolle spielen. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich schon besonders. Wir werden die nächsten Teile nicht sofort im Nachhinein spielen, sondern... Also ich dachte, der wäre Meister. Sondern immer nur so zwischendurch. Das heißt, wir werden nicht in einem Rutsch alles spielen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber erstmal gehen wir zum Meister. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Meister! Altair. Meister. Tretet vor.
Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben! Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Tatsächlich sieht der Meister auf der Xbox 360 besser aus als auf dem PC. Auf dem PC hat er einfach nur so einen weißen Bart mit ein, zwei Härchen. Also das ist kein Bart, das ist so ein weißer Klumpen bei ihm gewesen mit ein, zwei Härchen. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Nun, die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Okay. Jetzt kommt's drauf an, Freunde. Früher war ich mal in diesen Schwertkämpfen so gut, so richtig gut, dass mich kein Schwein treffen konnte. Mal gucken, ob ich immer noch so gut bin. Muss nur wissen, wie man kontert. Dann ist alles gut. So. Drücken Sie LT für den Kampfmodus. Okay. Ja, warte, ich muss herausfinden, wie man kontert. Dann ist alles gut. Aha! Ich sehe schon. Okay, am besten kann mir keiner was anhaben. Ja, komm. So, das würde ich jetzt einfach mit jedem machen. Ich muss einfach nur kontern. Und dann kommt kein Schwein an mich ran. Hey! Das ist natürlich ein bisschen fies. Okay, ich muss anvisieren, ne? Jetzt lass mich doch erstmal anvisieren. Ich muss mich erstmal an die Xbox-Steuerung jetzt gewöhnen. Vorher war ich auf der PC-Steuerung. So. So. Ach, der ist noch gar nicht tot. Ah, doch, ist er. Na komm. Ach, ich werde das noch perfektionieren, Freunde. Das habe ich damals am liebsten gemacht. Ich habe mich mit einer Riesengruppe von Gegnern angelegt und habe einfach nur alles weggekontert. Alles weggekontert. Naja. Laufen wir mal weiter. Es gab hier auch irgendwo einen Punkt, wo man richtig easy einmal um die halbe Map springen konnte. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah, hier konnte man erstmal zum Mal schon mal runterspringen. Das ist der Todessprung, Freunde. Das ist eine Sache, die Assassin's Creed ausmacht, dass man quasi runterspringen kann. Ne, Kollege? Hallo? Oh, das war zu früh gedrückt.
Das muss man halt optimieren, das mit dem Kontern, ne? Ne, kommt. Wage es, mich anzugreifen und du bist tot. Ne? Sag ich doch. Was zu dir? Na komm. Das ist eigentlich der langweiligste Kampf, den man überhaupt bestreiten kann mit dem Gochen. Aber es wirkt. Es wirkt sogar richtig gut. Man darf nur nicht zu früh drücken, man kann zu spät drücken. So, und das ist der Trick, wie man bei Assassin's Creed alles fertig macht. Ist da noch jemand? Und tschüss. So, und später in den anderen Assassin's Creed Teilen hat man noch richtig coole Moves drauf. Deswegen freue ich mich da riesig drauf. Angriff abbrechen! Zurück nach Masyaf! Befehl von Al-Mualim! Wieso Angriff abbrechen? Das ist die Verteidigung. Ja, ich habe mich dazu entschieden, auf der Xbox 360 zu spielen, weil die Szene gerade eben, die wir gesehen haben mit dem Kampf, die war komplett verbuggt. Jedes Mal, wenn ich einen getötet habe, hatten wir eine Sekunde Standbild. Nee, mindestens zwei, drei Sekunden Standbild. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Also habe ich das Ganze nochmal auf der Xbox aufgenommen und deswegen kommt das die Folge heute auch ein bisschen später. Dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Ne? Was liegst denn da? Steh auf, Dude. Dann halt nicht. So, wir sollen jetzt erstmal hier hoch. Altair, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Und der Teil, der jetzt kommt, der ist geschichtlich genauso passiert. Nicht genau so, aber es ist geschichtlich passiert. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch und springen, um den Feind einzuschüchtern. Geht auf diese Plattform, Altair. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiterzulichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Ja, die Geisel bringt jetzt nichts mehr. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir. Und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Fahr auf zum Herrn! Und genau so ist es passiert. Nur, dass wir wahrscheinlich unten nicht lebend angekommen wären. Ah, mein Bein! Aha, mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Besser als tot zu sein, oder? Naja. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Was zum... Oh, springen wir einfach mal runter. Wir waren ja nicht auf dem Balken oder so, nein. Das hört sich an, als würde er sich so ein Eis reinziehen, voll geil, schon bei Stöhnen, ey. Oh Mann. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst ihn. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wie man klettert. Ich meine, erstes Assassin's Creed hier. Na gut, woher wollen die das auch wissen? So. Dann klettern wir hier mal hoch. Das ist quasi die Einführung an. Alles, was Assassin's Creed so wirklich geil macht, die Sprünge, das Klettern. Ich meine, es gibt verdammt hohe Gebäude hier in diesem Spiel.
Und wir werden die höchsten in jedem Spiel begehen. Und auf einen Sprung freue ich mich in Assassin's Creed 2 Revelations. Da gab es, glaube ich, den größten Turm bisher. Ich glaube, die Sprunghöhe war ungefähr 30 Sekunden. Tja, dumm gelaufen. Er hat es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Ja, da wären wir wieder. Wir könnten jetzt hier hingehen und ein kleines Gespräch belauschen, deswegen werden wir es auch tun. Ich mag es gar nicht, wenn Sie von den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein.
Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Okay. Schauen wir uns nur um, was wir hier noch so treiben können, ne? Huch, da war ja was. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Wieso nicht? Da ist so ein Schrank. Okay, was haben wir hier noch? Ins Bett gehen können wir noch nicht. Zumindest haben wir hier ein Buch. Damit können wir uns später die Zeit vertreiben. Ein Doppelbett, wo wir drin alleine schlafen. Naja. So, seid ihr fertig, Mädels? Hallo? Keine Ahnung, wo die sind. Ist mir auch egal. Wir können hier sehr viel noch machen. Oh, sie kommen wieder. Nein, ich wollte euch doch noch was zeigen. Wir sind ja Abgeordnete des Arbeits. Die Schlagerkurse fliegen in ihr Zimmer und ruhen sich aus. Gibt es nämlich einen Laptop, den wir später aufrufen können? Momentan geht das noch nicht. Habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Naja. Ich weiß nicht wann, aber wir könnten ihm irgendwann mal irgendwas klauen. Und derzeit sieht es noch schlecht aus. Also, ach, das Klauen haben wir noch gar nicht gelernt, das ist das Ding. Immer wenn wir etwas gelernt haben, können wir es in der echten Welt auch einsetzen. Ne, Lucy? Also, sind Sie wirklich ein Assassine? So wie Altair? Ja und nein. Wie bitte? Ich sollte einer werden. Aber ich floh von der Farm, als ich 16 war. Farm? Ja, so hieß der Ort, an dem ich aufwuchs. Die Farm. Wie Masyaf, nur nicht ganz so unheimlich. Eine kleine Gemeinde irgendwo in der Mitte von nirgendwo. Ungefähr 30 von uns. Nicht polizeilich erfasst. Warum? Ich hielt meine Eltern für ein paar verrückte Hippies. Mein Vater redete ständig von unseren Feinden, wie sie nach uns suchten, wie wir uns auf sie vorbereiten müssten. Aber es kam niemand. Nie passierte etwas. Warum flohen Sie? Nie konnte ich das Gelände verlassen. Wissen Sie, wie es sich anfühlt, gefangen zu sein? Wenn da draußen eine Welt ist, die man nie sehen wird? Vermissen Sie Ihre Eltern? Nein. Für mich waren das nicht meine Eltern. Sie waren meine Wächter und ich ihr Gefangener. Klingt, als wollten Sie sie nur beschützen. Nach allem, was passiert ist? Ich weiß nicht. Vielleicht hatten Sie recht. Sorry, ich wollte keine alten Wunden aufreißen. Schon gut. Das gibt mir was zum Nachdenken. Versuchen Sie etwas zu schlafen. Wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Okay, Lucy, die noch nicht wirklich hübsch ist. Zuerst habe ich noch eine kurze Frage. Ja. Wie haben die mich gefunden? Ich meine, ich war seit 10 Jahren nicht mehr in der Nähe eines Assassinen. Den Namen benutzt? Nein, vor heute noch nie. Plastikgeld? Nur Bargeld. Telefon? Wen sollte ich anrufen? Führerschein? Motorrad. Das war's wohl. Das ist die Antwort. Foto, Fingerabdrücke. Das ist ein Pharmakonzern. Was hat Abstergo mit der Führerscheinstelle zu tun? Desmond, diese Typen sind überall. Sie... tut mir leid, ich kann nicht darüber reden. Puh. Hast hier aber schnell umgedreht. Respekt an dich. Okay, ich glaube, damit sind wir hier durch. Klauen können wir noch nicht, weil wir das Klauen noch nicht gelernt haben. Gar nicht müde? Gut, das war das Gespräch mit Lucy. Wir müssen alle Gespräche mit Lucy hören. Ach ja, ich bin ja auf der Xbox Online, habe ich ganz vergessen. Naja. Verdammt, abgeschlossen. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir gehen schlafen und sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.